In der Welt und im Menschen gibt es zwei Arten von Energien. Die Yang-Energie, die Kraft der Aktivität und Zerstörung, und die Yin-Energie, die Kraft der Sanftheit und Bewahrung. Wenn du einen Überschuss an Yang in dir trägst, fühlst du Aggression, Wut oder sogar Hass. Wenn hingegen ein Überschuss an Yin vorherrscht, empfindest du Apathie, Faulheit und Depression. Tantra lehrt uns, die Yin-Yang-Energien in uns zu steuern und ins Gleichgewicht zu bringen. Im alten Indien gibt es eine Legende von dem tapferen Prinzen Rama und seiner schön geliebten Sita. Ihre Liebe repräsentiert die idealen Beziehungen zwischen Mann und Frau, das Gleichgewicht von Yin und Yang. Durch die morgendliche Ausführung des yogischen Komplexes Sita Rama wirst du den ganzen Tag über ruhig und selbstbewusst sein. Dies ist ein Tanz männlicher und weiblicher Energie. Alle Bewegungen nach rechts wecken die Yang-Energie, nach links die Yin-Energie. Eine Pose mit vor der Brust gefalteten Händen symbolisiert ihre Einheit. Stehe aufrecht, die Füße schulterbreit auseinander und fühle die rechte und linke Seite deines Körpers. Führe die Hände vor der Brust zusammen, atme tief ein und entspanne dich beim Ausatmen. Lege die rechte Hand an die Seite und strecke die linke Hand nach oben. Beuge dich sanft nach rechts und spüre, wie die Qualitäten des tapferen Prinzen Rama, Kraft und Selbstvertrauen in dir erwachen. Atme ein. Richte dich langsam auf und lehne dich mit nach hinten gestreckten Armen zurück. Die Energien von Yin und Yang vereinen sich in dir. Atme aus. Lege die linke Hand an die Seite und strecke die rechte Hand nach oben. Beuge dich sanft nach links und fühle, wie die Sanftheit und Zärtlichkeit von Sita in dir erwachen. Atme sanft ein. Die rechte Hand geht hinter den Rücken. Beuge dich nach vorne und lege die linke Hand auf die Beuge des rechten Beins. Dein Blick ist zum Himmel gerichtet. Die Aktivität des Prinzen Rama und der Wunsch zu handeln durchströmen jede Zelle deines Körpers. Atme aus. Richte dich mit der linken Hand auf und lege sie auf die Beuge des rechten Beins, während du die rechte Hand über den Kopf hebst. Schaue auf deinen rechten Fuß, spüre deine Schönheit, Sinnlichkeit und Bescheidenheit. Atme ein. Richte dich sanft auf und lege die Hände vor der Brust zusammen. Die Einheit der liebenden Herzen von Sita und Rama ist nun in dir. Atme aus. Die rechte Hand geht auf die Beuge des linken Beins. Die linke Hand hebt sich über den Kopf. Der Blick ist auf den linken Fuß gerichtet. Zielstrebigkeit und Mut des Helden erwachen in dir. Atme sanft ein. Lege die linke Hand auf den unteren Rücken. Beuge dich nach vorne und lege die rechte Hand auf die Beuge des linken Beins. Der Blick ist zum Himmel gerichtet. Hingabe, Güte und Liebe erfüllen dein Herz. Atme ruhig aus. Richte dich langsam auf. Lege die Handflächen vor der Brust zusammen und atme tief ein. Atme ruhig weiter und spüre den Tanz der Yin- und Yang-Energien in dir. Das Liebesspiel von Sita und Rama, ihre höchste spirituelle Einheit. Wenn du den Sita-Rama-Komplex jeden Morgen mehrmals ausführst, kannst du das männliche und weibliche Prinzip in dir harmonisieren und leicht deine zweite Hälfte in dein Leben ziehen.
Das Hauptprinzip des Tantra ist die Fähigkeit, Gott in sich selbst und in deinem Partner zu sehen. Wie du dies erreichst, erfährst du in der nächsten Lektion. In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und Hellengeister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und Tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen.